Achtung, Achtung! Der Bayerische Rundfunk unterbricht sein Programm für eine Durchsage des Krisenstabs im Landratsamt Landshut. Im AKW Isar ereignete sich heute Morgen ein atomarer Zwischenfall. Die Behörden gehen davon aus, dass radioaktive Stoffe in größerem Umfang in die Umwelt gelangen. Bewahren Sie Ruhe und achten Sie auf Informationen und Durchsagen. Lassen Sie Ihr Radiogerät eingeschaltet und informieren Sie Nachbarn und Personen, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind. Der Verbleib in den Häusern bietet gegen Strahlung beträchtlichen Schutz. Verschließen Sie Fenster und Türen möglichst dicht. Vor Betreten der Wohnung Oberbekleidung und Schuhe draußen ablegen. Anschließend Kopf und Hände unter fließendem Wasser gründlich waschen. Erst danach ist eine Dusche empfehlenswert. Sie können Jodtabletten bei der von Ihrer Gemeinde eingerichteten Ausgabestelle im Landratsamt abholen. Jodtabletten verhindern, dass sich im Körper radioaktives Jod ablagert. Personen über 45 Jahren wird aufgrund ihres Alters von der Einnahme abgeraten. Es folgt eine Durchsage des Krisenstabs im Landratsamt Landshut. Für die Ortsteile östlich der B15 wird Evakuierung angeordnet. Bitte verlassen Sie das Unfallgebiet. Benachrichtigen Sie Ihre Nachbarn. Packen Sie ein Notgepäck für sich und Ihre Angehörigen für 2 bis 3 Tage. Denken Sie an Ersatzkleidung, wichtige Medikamente, Rezepte und persönliche Dokumente. Richten Sie Wohnung oder Arbeitsplatz auf Abwesenheit ein. Schließen Sie Gas- und Wasserhähne, löschen Sie offenes Feuer, schalten Sie Elektrogeräte aus. Ein besonderer Hinweis für Eltern: Ihre Kinder werden von den Einrichtungen aus, wo sie sich befinden, direkt evakuiert. Gehen Sie nicht zur Schule oder Kita. Entfernen Sie sich entgegen der Windrichtung. Die Mitnahme von Tieren ist problematisch. Versorgen Sie die Zurückgelassenen mit Futtervorrat. Wenn Ihnen kein Fahrzeug zur Verfügung steht, zeigen Sie dies mit einem weißen Tuch an. Sie werden an den bekannten Sammelstellen mit Bussen abgeholt. Achtung, Achtung! Es folgen Durchsagen für einzelne Gemeinden. Für die Bewohner von Adelkofen befindet sich die Sammelstelle im Gewerbegebiet Schierling. Die Bewohner von Wörth sammeln sich am Volksfestplatz in Erding.
Achtung, wichtige Verhaltensregeln für Ihre Ernährung. Achten Sie auf die richtige Wahl der Nahrungsmittel. Obst und Gemüse dürfen Sie jetzt nicht essen. Versorgen Sie sich möglichst mit Lebensmitteln aus geschlossenen Räumen. Eine Information für die Bewohner von Alkoven ohne eigenes Fahrzeug. Leider konnte kein Busfahrer zu ihrer Abholung verpflichtet werden. Suchen Sie gegebenenfalls eine Notfallstation auf oder bitten Sie Nachbarn, Sie mitzunehmen. Beginnen Sie mit dem Bau eines Schutzraums. Ein Brand in einem Transformatorhäuschen, ein paar Missverständnisse beim Wachpersonal, schon fällt der Kühlwasserspiegel. Dass es bisher bei meldepflichtigen Ereignissen geblieben ist, heißt noch nicht, dass ein GAU in Deutschland nicht möglich ist. Tschernobyl und Fukushima zeigen das Gegenteil. Temelin und Ohu sind in unserer Nachbarschaft. Atomenergie ist ein Risiko, auf das wir nicht angewiesen sind. Daher fordern wir einen endgültigen Ausstieg, so schnell es geht. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen noch einen schönen Tag. Wir haben uns das nicht ausgedacht, sondern man kann das nachlesen hier in dem Ratgeber, den E.ON an die Haushalte in der Nähe von den Atomkraftwerken ausgegeben hat. Wer es interessiert, was da alles drinsteht und ob es wirklich eine gute Hilfe ist für den Fall der Fälle, der hoffentlich niemals eintritt, aber der einfach auch real ist. Wir haben noch solche Broschüren hier am Infotisch liegen.